Heute mache ich Folgendes. Ich entferne die Schimmelecke in unserem Haus. Und zwar haben wir hier hinter so ein altes Rohr, das von außen nach unten geht. Und das hat dieses Jahr, sieht man da Schimmel drauf. Der Schimmel hat sich gebildet dadurch, haben wir bisher noch nie Probleme gehabt, aber bin ich eigentlich auch nicht drauf gekommen, warum das so ist. Dieses Jahr sind wir eigentlich, wir sind selber Verursacher von dem Problem, aber das geht auch in andere Häuser oft so. Wir haben hier nämlich, wir sind jetzt eigentlich die Duschweltmeister und die Duschweltmeister haben ja ihre Dusche hier unten aufgebaut. Und jetzt immer wenn man duscht, dann kommt natürlich der Dampf. Wir duschen ja heiß und nicht kalt. Sind ja Warmduscher und die Warmduscher, da kommt natürlich der Dampf immer hier rauf. Also muss man nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern die Schuld kann man sich auch zum Teil bei sich selber suchen. Immer wenn man dann das aufmacht, wenn man viel duscht, wenn quasi vierköpfige Familie oft duscht, da kommt immer der Dampf raus. Der Dampf setzt sich in der Ecke ab. Und jetzt ist im Winter Folgendes passiert. Im Winter kondensiert das Wasser an der kältesten Stelle. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Wir haben hier so ein altes Rohr aus den 50er Jahren. Ja. Das ist ein altes Gussrohr und dieses Gussrohr, das hängt, wenn man da oben aufs Dach geht und oben auf dem Dach nachguckt, hat es eigentlich eine Funktion. Ich habe immer gefragt, was das blöde Rohr das soll. Da haben wir so ein schönes Rohr, diesen kleinen Zipfel da unten. Und dieser Zipfel, der führt dazu, das ist ein, wenn man aufs Klo geht, Klo, altes Wort in Deutschland, Abort hieß es früher, das Rohr, das ist in der Toilette, ja, man sieht es nicht, woher kommt das? Das ist so, das ist ein Entlüftungsrohr, und zwar, wenn man aufs Klo geht, ekelhaft wie es ist, da hat man die Toilette und da gibt es ein sogenanntes Fallrohr und da fällt das ganze Zeug wie im Blumsklo aus dem zweiten Stock runter in die auf die Erde von Nürtingen knallt es dann, ja, in die Kanalisation, ja. Und damit das überhaupt funktioniert, so eine Toilette, hat man so ein Entlüftungsrohr direkt im, dort wo dieses Toilette ist, geht das Rohr da oben raus. So, das ist eigentlich so. Haben wir auch eine schöne Fassadeisolierung gemacht und dann da auch mittlerweile die Fenster gut isoliert. Haben wir so vergessen, Scheiße, dieses blöde Scheißerohr da, ja, das hängt ja noch im Freien. Das ist ja Guss und wenn es draußen natürlich minus 10 Grad hat oder minus 20, dann ist auch das Gussrohr minus 20 Grad. Und wenn dann jetzt einmal duscht, dann bleibt natürlich auch, kommt da manchmal, man macht danach die Tür auf, macht da zuerst das Fenster auf und lüftet da bla bla bla. Auf jeden Fall kommt da auch Dampf hier raus und der Dampf, der streift dann hier so hinter die Ecke hoch und dann bildet sich dieser Schimmel. Und der Schimmel, das ist so grüner Schimmel, sieht man da. Also das ist sicherlich nicht viel. Aber da kann man natürlich irgendwann mal einen Garten züchten und dann fängt der selber an zum Knurren, der ganze Ding. Und der Schimmel, der geht auch innen in so kleine, man sieht es jetzt nicht ganz, da hat es im Putz ist ein bisschen dunkler. Und dieses Dunklere sind natürlich auch so die kleine, wir hier wohnen jetzt die Pilzkulturen. Und diese Spore will man natürlich nicht haben, darum muss man gucken, wie man die loskriegt. Und das ist heute meine Aufgabe, dieses zum Beheben, damit wir nicht alle an einer Pilzinfektion, Vergiftung sterben. Mhm.